diese Form der Gewalt erst im Monotheismus gibt. Diese These hat mir viel Unwillen von Seiten der Theologie eingetragen, weil sie immer in dem Sinne verstanden wird, das wolle ich sagen, der Monotheismus habe die Gewalt schlechthin zuallererst in die Welt gebracht. Dabei geht es doch in dieser Religion, in ihrem Selbstverständnis, um nichts als Frieden und Gerechtigkeit. Daher ist es wichtig, zwischen verschiedenen Formen von Gewalt zu unterscheiden. Ich verbinde den Monotheismus allein mit religiöser Gewalt. Die Welt, in der diese neue Religionsform auftrat, war natürlich bereits voller Gewalt der vier anderen Typen. Die Ägypter, Assyrer, Babylonier, Perser, Griechen und Römer sind in der Unterwerfung der Welt selbstverständlich mit Gewalt vorgegangen. Aber bei der Gewalt, von der die alte Welt voll war, handelt es sich um rohe Rechts-, Staats- und sakrifizielle Gewalt, aber nicht um religiöse Gewalt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es sich bei den Ägyptern, Assyrern, Babyloniern, Persern, Griechen und Römern nicht um Religionen, sondern um Staaten bzw. Reiche gehandelt hat. Zu diesen Reichen gehörten dann auch Kulte als Teil ihrer Kultur. Das ist aber ganz etwas anderes als die neuen Religionen, die sich transnational und transkulturell ausbreiten und eine transnationale Identität definieren, auch wenn diese Struktur der Weltreligion im Judentum erst ansatzweise angelegt und erst im Christentum und im Islam wirklich zum Tragen gekommen ist. Was ist nun religiöse Gewalt? Darunter verstehe ich eine Gewalt, die zwischen Freund und Feind in einem religiösen Sinne unterscheidet, der sich letztendlich aus der Unterscheidung zwischen wahr und falsch ergibt. Religiöse Gewalt richtet sich gegen die Heiden und Ketzer, die sich entweder nicht zu der Wahrheit bekehren wollen oder von ihr abgefallen sind und daher als Feinde Gottes betrachtet werden. Die Unterscheidung zwischen wahr und falsch im religiösen Sinne spaltet die Welt in Christen und Heiden, Rechtgläubige und Ketzer, Jews and Gentiles, das Haus des Islam und das Haus des Krieges. Und es ist dann oft nur ein kleiner Schritt der Verschärfung, dass aus der Unterscheidung Religionskriege, Kreuzzüge, Ketzerverbrennungen, Pogrome und andere Gewalttaten hervorgehen. Auch diese These hat die Theologen empört. Dass ausgerechnet der Monotheismus die Welt gespalten haben soll, die Religion, die den einen Gott verkündet, der alle Grenzen und Pseudospeziationen aufhebt, der die eine Welt geschaffen hat, in der wir alle leben, vor dem wir alle gleich sind, die Religion, der es um die universale Wahrheit geht. Genau dieser Universalitätsanspruch aber ist das Problem. Denn er entzieht allen alternativen Wahrheiten die Anerkennung. Es kann nur eine universale Wahrheit geben. Es gibt aber viele Religionen, die sie für sich in Anspruch nehmen und für ihre Durchsetzung immer wieder zur Gewalt gegriffen haben. Wenn man nach den Ursprüngen der religiösen Gewalt fragt, hat man sich an die ältesten Urkunden zu halten. Und die finden wir in der hebräischen Bibel. Um nun den Verdacht des Antisemitismus, der jedem entgegenschlägt, der sich in kritischer Absicht mit der hebräischen Bibel beschäftigt, von mir zu weisen, möchte ich Folgendes klarstellen. Das Judentum ist für den Umgang mit und nicht für den Ursprung der hebräischen Bibel verantwortlich zu machen. Zwischen dem alten Israel und dem rabbinischen Judentum liegt eine entscheidende Wende. Und da ist zu sagen, dass im Rahmen des jüdischen Umgangs mit der hebräischen Bibel die literarischen Gewalttexte nie in historische Gewalttaten umgesetzt wurden. Vielmehr hat die jüdische Auslegungskunst im Gegenteil sehr früh schon historisierende und humanisierende Interpretationshorizonte erschlossen, die zu einer Entschärfung der explosiven Semantik geführt haben.
Außerdem, das muss wohl nicht eigens betont werden, stehen in der Bibel auch noch ganz andere Texte als die, aus denen die Sprache der Gewalt spricht. Was nun aber diese Sprache angeht, so glaube ich, drei Quellen religiöser Gewalt ausmachen zu können, die ich Eifersucht, Gesetz und Offenbarung nenne. Ich beginne mit der Eifersucht und mit der paradox anmutenden These, dass der alttestamentliche Monotheismus in seiner ursprünglichen Form die Existenz anderer Götter nicht etwa leugnet, sondern affirmiert und voraussetzt. Der alttestamentliche Monotheismus ist eine Religion der Unterscheidung, der Differenz. Es geht um einen Gott, der anders ist als die anderen Götter, dessen Religion anders ist als die anderen Religionen und dessen Volk anders ist als die anderen Völker. Ein Volk, wie es in Numeri 23, Vers 9 heißt, Zitat, das abseits wohnt und sich nicht zu den Völkern zählt. Denn alle Völker, so heißt es in Micha 4, Vers 5, denn alle Völker gehen ihren Weg, jedes ruft den Namen seines Gottes an. Wir aber gehen unseren Weg im Namen Jahwes, unseres Gottes, für immer und ewig. Diese Differenz ist der entscheidende Punkt. Und er würde zerstört, wenn es nur einen Gott gäbe, nur eine Religion und nur ein Volk. So etwas ist allenfalls am Ende der Tage denkbar, wie es Micha in den vorhergehenden Versen schildert, wenn alle Völker zum Zion pilgern, um den einen wahren Gott anzubeten. Die Religion, um die es hier geht, beruht auf dem Prinzip, sich von den anderen Religionen abzugrenzen, sich von den anderen Völkern zu unterscheiden, seinen Gott vor jeder Verwechslung mit anderen Göttern zu bewahren und ihm absolute Treue zu halten. Solange es andere Religionen und andere Völker gibt, gibt es auch andere Götter. Der biblische Monotheismus erkennt die Existenz anderer Götter und Religionen an, aber er verweigert im Interesse der allentscheidenden Differenz jede Übersetzbarkeit, so wie unter den Polytheismen der alten Welt es üblich war. Die Devise der hellenistischen Aufklärung, alle Götter sind eins, dieser Devise stellt er sein Gebot gegenüber, kein Gott außer Gott. Und das dabei zu ergänzende Verb ist zunächst einmal nicht sein, es gibt keine anderen Götter, sondern haben. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das Gebot der Treue, das erste Gebot. Und Treue hat nur Sinn, wenn es andere Götter gibt, mit denen der Mensch Gott untreu werden könnte. Daher wird dieses Gebot mit der Eifersucht Gottes begründet, die auch nur Sinn hat, wenn es Götter gibt, auf die Gott eifersüchtig sein könnte. Diese anderen Götter, beziehungsweise die Götter der anderen, erscheinen in der Bibel als Götzen, das heißt in ihrer ikonischen Repräsentation, als Bilder. Einer der entscheidendsten Aspekte der theologischen Differenz wird alttestamentlich in der Unsichtbarkeit und Bildlosigkeit Gottes ausgemacht. Daher gehören das erste und das zweite Gebot, das Bilderverbot, eng zusammen. Anderen Göttern dienen heißt Bilder machen und umgekehrt, Bilder machen heißt anderen Göttern dienen. Und das erregt Gottes Eifersucht. Denn ich, der Herr, dein Gott, so heißt es als Begründung des Bilderverbots in Exodus 20, Vers 5 bis 6 und Deuteronomium 5, Vers 9 bis 10, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen und an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Gott begründet das Verbot, sich andere Götter bzw. Bilder zu machen und ihnen zu dienen, mit seiner Eifersucht. Und er knüpft daran auch die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Freund ist, wer ihm, Feind, wer anderen Göttern dient.
Das muss nicht unbedingt die anderen Religionen in Bausch und Bogen unter das Verdikt der Gottesfeindschaft stellen. Mit den Feinden Gottes sind in erster Linie die Israeliten selbst gemeint, die zu anderen Göttern überlaufen, sowie diejenigen Völker bzw. Religionen und Götter, die Israeliten zu ihrem Dienst verführen wollen. Diese Personengruppen erregen Gottes Eifersucht und damit seinen Zorn, der sich in exzessiver Gewalt zu entladen pflegt. Zweimal ist Gott in seinem rasenden Zorn entschlossen, das ganze Volk zu vernichten und kann von Mose nur mühsam davon abgebracht werden. Der eine Fall ist die Episode mit dem goldenen Kalb, der andere die Kundschafter-Episode. Im ersten Fall gibt sich Gott mit der Abschlachtung von 3000 Mann zufrieden. Im zweiten Fall verwandelt er sein Todesurteil in lebenslänglich und lässt die schuldig gewordene Vätergeneration so lange in der Wüste herumirren, bis sie gestorben und die Kindergeneration an ihre Stelle getreten ist, die in das gelobte Land einziehen darf. Bei anderer Gelegenheit, als das Volk sich bei einer Rast von den Midianitern dazu verführen ließ, mit ihnen zu feiern und Fleisch zu essen, schickte Gott eine Pest, an der 24.000 Mann starben, und forderte alle Verantwortlichen zu Pfählen und der brennenden Sonne auszusetzen. Das alles ist noch nicht unbedingt etwas Besonderes. Zürnende und strafende Götter kennen die anderen Religionen auch. Pestepidemien und andere Naturkatastrophen werden typischerweise als Strafe erzürnter Gottheiten gedeutet. Das Besondere ist vielmehr, dass im Rahmen der neuen Religion die göttlichen Affekte auf menschlichen Nach- und Mitvollzug drängen. Wenn Gott zürnt, sollen seine Anhänger sich seinen Zorn zu eigen machen. Wenn seine Ehre gekränkt, seine Eifersucht erregt sind, dann sollen sie für ihn strafend eintreten. So weiß Mose, was er zu tun hat, nachdem er Gott davon abbringen konnte, zur Strafe für das goldene Kalb das ganze Volk umzubringen. Er scharte die Leviten um sich und, wie es in der Bibel heißt, zitiere, sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, jeder lege sein Schwert an, zieht durch das Lager von Tor zu Tor, jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. Vom Volk fielen an jenem Tag gegen 3000 Mann. Die Rücksicht auf Gottes Gefühle fordert die Zurücksetzung aller menschlichen Empfindungen. Die Treue zu Gott bricht alle menschlichen Bindungen, alle Bande der Natur, um mit Mozarts Königin der Nacht zu reden. Bei der Schittim-Episode, bei den Midianitern, als Gott seinem Zorn in Gestalt einer Pest freien Lauf lässt, gelingt es dem Priester Pinchas, der als Enkel Aarons das Hohenpriesteramt ausübt, durch eine besonders scheußliche Mordtat den Zorn des Herrn zu versöhnen. Ich zitiere aus dem Buch Numeri, Kapitel 25. Unter den Israeliten war einer, der zu seinen Brüdern kam und eine Midianiterin brachte. Und zwar vor den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde der Israeliten, während sie am Eingang des Offenbarungszeltes weinten. Als das der Priester Pinchas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, sah, stand er mitten in der Gemeinde auf, ergriff seinen Speer, ging den Israeliten in den Frauenraum nach und durchbohrte beide, den Israeliten und die Frau, auf ihrem Lager. Danach nahm die Plage, die Israeliten getroffen hatte, ein Ende. Im Ganzen aber waren 24.000 Menschen an der Plage gestorben. Der Herr sprach zu Mose: Der Priester Pinchas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, hat meinen Zorn von den Israeliten abgewendet, dadurch, dass er sich für mich bei ihnen ereiferte. So musste ich die Israeliten nicht in meinem leidenschaftlichen Eifer umbringen. Dieser Text bringt die spiegelbildliche Beziehung von Gottes Eifersucht und menschlichem Eifern besonders klar zum Ausdruck. Auf wen war Gott eifersüchtig?
auf einen gewissen Baal Peor, einen Lokalgott, dessen Opferfleisch die Israeliten gegessen hatten, als sie mit den Midianitern feierten. Andere Gottesfürchtige, wie der Prophet Elia oder der König Josia, kommen dem Ausbruch von Gottes Zorn zuvor, indem sie in vorauseilendem Gehorsam ihre Massaker unter den Baalspriestern veranstalten. Diese Spiegelbeziehung zwischen göttlichen und menschlichen Affekten gibt es in den sogenannten heidnischen Religionen nicht. Wenn diese Götter rasen und zürnen, dann bedürfen sie der Menschen nicht als willigen Vollstreckern. Damit will ich nicht sagen, dass diese Religionen irgend besser waren und wir zu ihnen zurückkehren sollten, sondern dass die religiöse Gewalt etwas prinzipiell Neues ist, die Gewalt im Namen Gottes. Im Monotheismus gelten andere Regeln. Wenn ich nicht entschlossen gegen Gottes Feinde vorgehe, sondern ruhig mit ansehe, wie das Volk um das goldene Kalb tanzt, wie Zimri mit der Midianiterin schläft, die ihn zum Essen von Opferfleisch verführt hatte, wenn ich tatenlos dulde, dass eine dänische Zeitung Karikaturen des Propheten abdruckt oder der Papst einen den Propheten beleidigenden Text zitiert, und mir Gottes beleidigten Zorn nicht zu eigen mache und für seine gekränkte Ehre eintrete, dann ziehe ich mir selbst Gottes Zorn auf den Hals. So hat Saul die Gunst Gottes verscherzt, weil er die Amalekiter nicht ausgerottet hat. Die Eifersucht Gottes verlangt von mir den Eifer für Gott. Der Zorn Gottes fordert meine Empörung. Und es ist dieses Eifern, auf Arabisch Hamas, mit dem wir heute von islamistischer Seite konfrontiert werden. Zorn und Eifersucht des biblischen Gottes sind also von Grund auf anderer Natur als vergleichbare Affekte bei anderen Göttern. Das stellt schon die Bibel selbst in aller Deutlichkeit heraus. Sie schreibt Gott diese Eigenschaften nämlich erst mit und nach dem Bundesschluss am Sinai zu. Es sind Eigenschaften des Bundesgottes. Und das Gebot menschlicher Empathie, des Eiferns und Eintretens für Gott im Nachvollzug seiner Affekte, gehört zu der vollkommen neuartigen Struktur des Bundes, die in den anderen, den heidnischen Religionen keine Parallele hat. Das legt die Vermutung nahe, dass beides, göttliches Zürnen und menschliches Eifern, mit Bund und Gesetz zusammenhängt. Im Buch Genesis, also vor dem Bundesschluss, äußert sich die göttliche Strafgewalt genauso, wie man es auch in den religiösen Überlieferungen anderer Kulturen findet. Die Verfluchung der Schlange, die Vertreibung aus dem Paradies, der Fluch über Kain, die Sintflut, die Verwirrung der Sprachen, die Zerstörung von Sodom und Gomorra, die Tötung Onans. Alle diese im Buche Genesis erzählten strafenden Interventionen Gottes geschehen vollkommen emotionslos, ohne Eifersucht und Zorn. Grund zur Eifersucht hat Gott erst mit dem Exodus und dem Bundesschluss, der ja auch in der Metapher der Ehe ausgedrückt wird. Die Idee des Elkanah, des eifersüchtigen Gottes, wurzelt in der Idee des Bundes und gehört daher in den Raum des Politischen. Das hat bereits Lactanz in seiner Schrift De Ira Dei sehr klar gesehen. Der Zorn Gottes gehört nicht zum Wesen, sondern zur Herrschaft Gottes, zu seiner Herrscherrolle, die er im Rahmen des Bundes in Bezug auf Israel auf sich genommen hat. Sie ist eine Form, und zwar eine politische Form, seiner Weltzuwendung. Der eifersüchtige, gewaltbereite und immer wieder tatsächlich zuschlagende Gott ist kein primitiver Vulkandämon oder Wettergott, sondern der gesetzgebende, richtende und strafende, also legislative, judikative und exekutive Bundesgott. Es handelt sich bei dieser Gewalt also nicht um rohe Gewalt.
die spontan dem göttlichen Affektleben entspringt, sondern um Rechts- und Staatsgewalt, die hier theologisiert auf die Ebene göttlichen Wesens und Handelns gehoben wird. Blickt man auf die Ursprünge, dann lässt sich Folgendes feststellen. Bei dieser Gewalt handelt es sich um Gegengewalt, die aber nicht wie die Rechtsgewalt gegen rohe Gewalt auftritt, sondern, und das ist das unerhört Neue des biblischen Monotheismus, gegen die Staatsgewalt in ihrer besonders aggressiven, expansionistischen Form des assyrischen und babylonischen Staates. Gott wird gegen die aggressive Arroganz der imperialistischen Reiche der alten Welt aufgeboten. Es ist der Bundesgott und das problematische, immer gefährdete Verhältnis zu seinem Volk, was hinter dieser Gewalt steht. Es ist, wenn man so will, staatsgründende, staatserhaltende und rechtsetzende Gewalt. Daher basiert sie notwendigerweise auf der Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Diese Unterscheidung begründet nicht nur das erste Gebot und Gottes Eifersucht, gehört also in die zentrale Gründungssemantik des biblischen Monotheismus, sondern kommt auch in dem explizit politischen Kontext der Landnahme mit dem Gebot der Ausrottung der sieben Völker vor. Ich zitiere: Du sollst an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht verschonen und dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter gib nicht seinem Sohn und nimm seine Tochter nicht für deinen Sohn. Wenn er deinen Sohn verleitet, mir nicht mehr nachzufolgen und sie dann anderen Göttern dienen, wird der Zorn des Herrn gegen euch entbrennen und wird dich unverzüglich vernichten. Jahwe, dein Gott, ist der Gott. Er ist der treue Gott. Noch nach 1000 Generationen achtet er auf den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Denen aber, die ihm Feind sind, vergilt er sofort und tilgt einen jeden aus. Er zögert nicht, wenn einer ihm Feind ist, sondern vergilt ihm sofort. Daraus ergibt sich, dass die Gewalt zu dem Staat gehört, den Gott mit den Kindern Israels gründen will. Aber nicht unbedingt zu der Religion, die sich später aus diesem ursprünglich politischen Impuls entwickelt hat. Wie Eckhart Otto und andere gezeigt haben, entstammt diese Gewalt ebenso wie die Gebote der Herrscherliebe von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, die alle natürlichen Bindungen übersteigt, bis in die Formulierungen hinein der assyrischen Herrscherideologie. Es handelt sich also von Hause aus um politische Gewalt. Politische Gewalt beruht, in diesem Punkt muss man Carl Schmitt recht geben, auf der Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Hat man erst einmal erkannt, dass es sich hier um politische Gewalt handelt, die sich erst aus dem Gedanken der Erwählung und des Bundesschlusses als eines politischen Bündnisses ergibt, dann wird auch klar, dass diese Gewalt untrennbar verbunden ist mit der Idee des Gesetzes. Es handelt sich um die Gewalt, die das Recht braucht, um wirksam zu werden, in Kraft zu treten. Die Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit Gottes, immer verstanden als des biblischen Gottesbildes, ergibt sich aus der Ethisierung und Verrechtlichung der Religion, aus dem durchaus revolutionären Schritt des biblischen Gottes, die Ansprüche der Gerechtigkeit zu seiner Sache zu machen und in den Mittelpunkt der Forderungen zu stellen, die er an sein Volk richtet. Damit wird das Gesetz des andernorts einfach ein Instrument der Regierungs- und Gemeinschaftskunst war, zur Sicherstellung einer gewaltfreien Sphäre zivilen Zusammenlebens, zur Kodifikation göttlichen Willens, für dessen Verwirklichung man sich, wie schon gesagt, mit allem Eifer einsetzen muss. Gott zum Gesetzgeber und das Recht zur Sache Gottes zum Inbegriff der religiösen Bindung zu machen, bedeutete in der alten Welt einen revolutionären Schritt. Die Bibel stellt diesen Schritt als einen Befreiungsschlag dar. Und darin hat sie gewiss recht. Das System der altorientalischen Sakralkönigtümer basierte auf einer negativen oder pessimistischen Anthropologie, wie sie uns von Thomas Hobbes oder Carl Schmitt und vielen anderen staatskonservativen Denkern vertraut ist,
Und die sich auf die Formel bringen lässt, ohne einen starken Staat würden sich die Menschen gegenseitig die Köpfe einschlagen. Die Zuchtrute des Staates mag die Untertanen noch so schwer bedrücken, sie ist immer noch besser als die Anarchie, die einen Krieg aller gegen alle bedeutet. Mit dieser Vorstellung räumt die Bibel auf, indem sie den starken Staat durch einen starken Gott ersetzt. Die Bibel befreit von dem ägyptischen Kleinmut, die Menschen könnten ohne einen Staat nicht leben. Aus diesen Überlegungen wird deutlich, dass die biblische Religion, die ja das Modell für die heutigen Weltreligionen abgibt, in vieler und wahrscheinlich entscheidender Hinsicht als alternative Nachfolgeinstitution des frühen hochkulturellen Staates vom Typ Ägyptens und Mesopotamiens zu verstehen ist und weniger als Nachfolgeinstitution der ihr vorhergehenden Religionen. In der herrscherlichen Form seiner Weltzuwendung, als Bundespartner des Volkes Israel, tritt Gott an die Stelle Pharaos und der assyrischen und babylonischen Großkönige, aus deren Händen er es befreit. Nur ein starker, und das heißt ein gewaltbereiter und gegebenenfalls gewalttätiger Gott, kann die Menschen von der fixen Idee erlösen, ohne einen starken Staat nicht leben zu können.